herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir sind noch unterwegs in Island hier. Haben uns eigentlich schon mal umgeguckt hier? Ich glaube nicht. Können wir ja mal eben machen. So, einmal unter das Auto kriechen, dann geht's wieder. So, hier in Island. Wir sind ja jetzt auf dem Weg, Island wieder zu verlassen. Ah, wir waren von wo gekommen? Von da irgendwo. Ja, das ist ja der Teich, ja. Hm, Teich, ja. Oder Bucht, oder was ist das? Das ist eher so ein Fjord hier. Und haben eine Tour angenommen nach Island. Und da sind wir schon ein Stück gefahren, haben jetzt hier mal genächtigt. Weil das ja immer so oll ist mit den Nachtfahrten, ne? Das ist immer so duster. Und da machen wir uns jetzt mal direkt wieder auf den Weg. Gucken, dass wir hier uns hier rausschleichen. So. Also. Karre einmal anwerfen. Ich muss mich immer wieder konzentrieren. Oh, wir haben den noch an, ne? So. Genau. Da steht ein bisschen krumm. Oh, geht aber. Geht aber. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir uns dann mal so in Richtung Finnland weiter unterwegs machen. Das Tanken verschieben wir nochmal. Wie sieht's aus? Hier ist das frei. Wichtig ist jetzt erstmal von vorne. Das sieht gut aus. Da ist auch gut. So. Heuja. Schon wieder so ein rotes Ding. Dieses grelle Rot, das ist wohl modern. Ich habe gedacht, ich mache da was Besonderes, als ich die Farbe gemacht habe, aber Pustekuchen. Aber was mir immer wieder auffällt, ne? Ich habe ja hier den Außenspiegel links und dann habe ich diesen eingeblendeten... Hey, was ist das denn? Achso, das war nur die 12 Uhr, rate ich. Das ist das Blöde an diesem blöden Kredit. Da meint man immer, was ist denn jetzt passiert? Unfall oder geblitzt worden? Na, was ich sagen wollte, Außenspiegel auf der linken Seite, da sieht man dieses knallige Rot von der Zugmaschine, die ich gemacht habe. Und dann habe ich ja auf der rechten Seite diesen eingeblendeten Spiegel, ja? Und da sieht das eher orange aus, ne? Schon interessant. Also die eingeblendeten Software-Spiegel, die sind wohl so ein bisschen, ja, getönt, ne? Eigentlich ist das ja Quatsch. Da ist ja eigentlich kein Spiegel. Und wenn da einer wäre, würde ich was anderes sehen, nämlich zum Beispiel mein Bett oder so. Ne? Aber ich finde, das ist trotzdem legitim, sag ich mal so, legitim, da so einen Spiegel anzubringen, den F2-Spiegel, weil... Und so ähnliche Diskussionen oder so ähnliches Thema hatte ich auch schon mal im Omsi gesagt. Weil in der Realität würde ich ja, um in den rechten Außenspiegel gucken zu können, nur die Augen oder eben den Kopf leicht bewegen, dann könnte ich da reingucken. Hier muss ich die Hände dafür nehmen und die Maus bewegen, das ganze Sichtfeld verschieben. Das macht Schwierigkeiten und man weiß ja, wie ich fahre, wenn ich Außensicht mal fahre. Dann ist das natürlich so eine Sache. Ist das also schon anders in der Simulation hier. Vor allen Dingen, weil ich ja ETS 2 auch mit nur einem Bildschirm fahre, ne, und nicht mit drei, wie zum Beispiel bei Omsi. Ich muss mal ein bisschen runterschalten, das geht hier wohl bergauf. Der zieht so schlecht. Und ja, dann ist das einfach so, dass ich hier nur die Augen ein bisschen bewegen brauche und kann also ganz bequem in den Spiegel gucken, so als wäre ich im Realen, dann könnte ich ja auch mit einem leichten Kopfbewegung da reingucken. Deswegen finde ich das eigentlich durchaus legitim, den hier zu benutzen, den Spiegel. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, jetzt kommt wieder eine schärfere Kurve da. 3324 Kilometer sind es noch. Ist ja fast gar nichts. 80 ist hier erlaubt. Boah, bei den Kurven traue ich mir gar nicht. Wenn wir den 10. Gang nehmen, ja. Sieht hier aus wie irgendwo in der Antarktis, ne? Riesige weiße Schneefelder. Finde ich total geil. Ja, finde ich total klasse. Ja, so würde ich mir auch Island vorstellen. Einfach nur ein Genuss, ne? Das ist die Aussicht hier. Ja, schön. Überholverbot. Hier ist doch kein Mensch und kein Auto und kein gar nichts. Ja, wir müssen aber geradeaus noch. Ja. Haben
haben sie wirklich klasse gemacht. Also Island ist schon super toll. Gefällt mir wirklich gut. Und ich war ja immer diese südliche Strecke gefahren, mehrmals schon. Und ich wollte auch mal hier oben im Norden lang. Aber immer irgendwie ist das anders gekommen, dass mir die südliche Strecke da geboten wurde. Und jetzt habe ich das endlich mal geschafft, auch hier oben rumzufahren. Und ja, ist neue Strecke. Hier bin ich ja noch nie gewesen, ne? Aber dann haben wir in Island eigentlich soweit alles abgefrühstückt. Ich schalte mal hier die Map weiter. Wie sieht es denn da aus? Oh, da kommt noch einiges. Weiter können wir nicht gucken. Das sieht aber gefährlich aus da mit den Kurven da unten. Aber gut. Naja. Macht ja nichts. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht in Eile. Das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Wir haben Dienstagmittag 13.10 Uhr und wir werden erwartet in Finnland am Sonntag. Nachmittags bis abends. Das Problem ist nur, ich kann das jetzt unheimlich schlecht abschätzen, weil ich ja noch nicht weiß, wie lange sind die Fähren unterwegs. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Da muss ich erstmal warten, bis ich die Fährfahrten durch habe. Und dann kann ich eher abschätzen, ob ich gut oder schlecht dran bin. Nun ja, ist ja tatsächlich mal ein PKW hier unterwegs. Soll ja mal vorkommen, nicht wahr? Oh, da muss ich nochmal gucken, obwohl es gut ist. Ah! Bisschen Außensicht machen. Da war doch gerade ein Wässerchen. Ich fahre 85, da kann ich doch eigentlich mal den 11. Gang nehmen. Und bei 80, zack, den Tempomat reinpacken. Ne? Na klar. Schön laut so in der Außensicht, aber ich glaube, man kann sich noch verstehen. Oh, jetzt Gegenverkehr. Jetzt bloß nicht nervös werden. Ruhe bewahren. Das ist ja so schwierig. Ich glaube, andere tun sich da gar nicht so schwer. Die machen die dollsten Aufnahmen damit und ich habe immer die Zunge dabei im Ohr. Ich habe es geschafft. Aber ich finde, so ab und zu sollte man auch mal die Außensicht machen, gerade wenn man so Let's Plays aufnimmt, weil sonst wird das doch ein bisschen eintönig mit der Zeit. Gerade wenn das so in der Landschaft mal schön ist, dann ist das mal ganz klasse, da mal die Außensicht auch zu gucken. Ja, und hier könnte man jetzt tatsächlich so die Spiegel mal wegnehmen. Dann kann man nämlich auch besser sehen. Hier so, wenn man jetzt nicht in der Stadt ist oder nicht rangiert, also dann kann man das auch schon mal ausmachen. Ah ja, Aussichtsplattform hier. Das sind so die Details, ne? Wenn man da einfach nur so vorbeifährt, ja, keinen Blick würdigt und einer von den Promo-Mappern, der hat da womöglich einen ganzen Sonntag dran rumgefrumelt, nur dass diese Aussichtsplattform da schön echt aussieht. Ja, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das 10 Minuten Arbeit war, aber manchmal ist es so, dass sich da einer unheimlich viel Arbeit gemacht hat und wird irgendwie nicht so richtig gewürdigt, ne? Deswegen habe ich jetzt wenigstens mal angesprochen. So, jetzt sehe ich schon im Navi, jetzt kommen da gleich noch wohl so einiges an wilden Kurven. Da müssen wir wohl irgendwie durch die Berge. Also unter diese Brücke fahren keine großen Schiffe durch. Ist nicht so wie die Rader Hochbrücke zum Beispiel, die wir ja in der Folge 271 uns mal genauer beguckt haben. Und zwar im Eurotruck-Simulator wie auch im realen, vom Drüberfahren und auch aus der Luft im Eurotruck-Simulator und auch im realen. Also, so, jetzt muss ich aufpassen, ich muss ja abbiegen hier. Nicht verquatschen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. So eine Abbiegung. Na gut, fahren wir da rein. Gerade Sicht, sonst kriege ich nämlich Probleme. Ich muss jetzt ordentlich ausholen, damit ich dieses Schild nicht mitnehme. Na, geht das gut? Ich glaube, das klappt, so wie ich das im Spiegel sehen kann. Ja. Das Schild steht noch, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen tricky hier.
bei diesen Verkehrsinseln an den Abbiegereien. Hier ist also Schnee, Motor, Schlittenfahren verboten, sehe ich gerade. Wie heißt das? Schnee, wie heißen die Dinger? Schnee, Ski, Schneejet oder so? Komme ich jetzt nicht drauf. Jetski, Jetski oder wie heißt das? Ja, Motorschlitten, wie auch immer, darf man hier nicht. So eine Schilder müssen wir mal in Deutschland aufstellen, da haben die Leute mal was zu lachen. Oder so ein Schild hinstellen, so irgendwo mitten im Ruhrgebiet, so. Bei mehr als 1,30 Meter Schneekettenpflicht oder so. Da lachen sich die Leute tot, wenn die jetzt Schild sehen. Wie heißt das so schön für Nordrhein-Westfalen? Eine einzige Schneeflocke macht zwar noch keinen Winter, aber legt den Nahverkehr lahm. Da ist was dran, ne? Falsch, den wollte ich haben. Das habe ich so lange gebraucht, dass ich jetzt glatt noch weiter runterschalten muss. Was ist denn hier? Ach, jetzt klemmt mir alles, jetzt steht die Karre. Ich bin zu blöd zum Fahren, das muss ich aber ganz ehrlich sagen. Boah, ich stehe am Hang. Mist, Handbremse rein. Ersten Gang, ist die Karre sogar ausgegangen, ne? So, Druckpunkt. Was ist das denn? Komme ich hier nicht mehr hoch? Habe ich jetzt einen hinter mir stehen? Muss ich mal gucken. Auweia, 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 auweia. Na gut, nochmal versuchen. So, Handbremse rein. Kann ich die Bremse loslassen? Druckpunkt. Wieso fahre ich denn nicht? Ah, jetzt! Boah! Weil die Kupplung so spät kommt. Krass! Oh. Holla! Wieso hab ich eigentlich den Blinker an? Ich weiß, warum der Blinker noch an war. Weil ich immer versucht habe, mit dem Knopf auszumachen, den Blinker wieder für Omsi eingestellt ist. Puh. Holla, die Waldfee, ey. Nee. So, jetzt bin ich aber wieder im Tritt. Natürlich müssen da auch prompt welche rumstehen und hinter mir sein, dass ich dann zurückrolle. Ich weiß nicht, ob ich den gerade getroffen hatte. Ich habe da jetzt nichts mitgekriegt, dass irgendwie ein Unfall war oder so. Aber vielleicht habe ich auch noch rechtzeitig gebremst. Keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht sicher sagen. Ja, das ist immer so. Muss ich mich immer so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe ja Range eingestellt. Das heißt also, ich habe die Gänge bis Gang 6 und dann muss ich Knöpfchen drücken und dann sind meine Haarschaltungen eben Gang 7 bis 12. Und da komme ich dann immer schon mal so ein bisschen in Tüdel. Das ist auch nicht so schlimm, dann dauert das Ganze ein bisschen länger. Ich drehe die Kupplung, dann tüdel ich rum. Nur wenn das dann auch noch bergauf geht und ich keinen Gang drin habe, dann wird der so langsam, dass ich dann doch wieder andersrum schalten müsste, wieder mit Range. Und ja, und dann kann das auch passieren, dass ich stillstehe. Und das ist am Hang manchmal doch ein bisschen ungünstig. Sei Joseph für Dur. Ja, ja, das ist doch der Ort. Hoppla. Ah ja, jetzt weiß ich genau, wo wir sind. Das ist nämlich ein unsichtbarer Stein oder so. Da sind schon viele drüber gefallen. Hier bin ich schon öfter lang gefahren. Wir sind jetzt quasi wieder an der gleichen Strecke, wo man auch langfahren kann, wenn man über Süden fährt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel habe ich denn an Schäden? Welcher Knopf ist da? Der? Nee. Der? Nee, der ist halt auch nicht. Deshalb der. Ah, da, ja, genau. 6% und 1%. Ja, da habe ich mir jetzt richtig was geholt. Aber ich erinnere mich, das ist mir schon mal passiert. Ich weiß auch, dass der Opa das wohl mal auch schon den Promods-Leuten mitgeteilt hat. Da wird dann ja wohl jetzt in der neuesten Version, vielleicht haben sie es schon rausgeholt, das ist ja noch die ältere Version der Map. Oh, da kommen jetzt. War ich jetzt im zweiten Gang unterwegs? Kann nicht sein, oder? Dass sie das vielleicht schon rausgenommen haben. Da ist auf jeden Fall, könnt ihr euch merken, falls ihr die auch die Version hat, mal vorsichtig sein. An der Stelle ist so ein unsichtbares Störklötzchen, Störstein, wie auch immer.
Und da bin ich jetzt, glaube ich, schon dreimal drüber gefallen. Und jetzt habe ich mir schon Schaden geholt. Ist nicht so witzig, aber. Ach ja, gibt Schlimmeres, ne? Kennt er ja. Na, Stock und so. Auge. Ja. So, hier rein, hier ist keine Insel, da können wir ein bisschen lässiger abbiegen. Da mache ich aber mal wieder meinen Spiegel, denn jetzt kann ich den brauchen. Ah ja, ist sauber rumgekommen. Gut so. Ja, und dann sind wir jetzt gleich am Hafen hier. Und dann müssen wir mit der Fähre, ich weiß aber gar nicht, wo jetzt eigentlich genau hin mit der Fähre. Weiß ich nicht. Echt nicht. So. Da müsste ich nämlich erstmal gucken, wo ich denn eigentlich hin muss. Hirtshals. Hirtshals ist schon mal Dänemark, ne? Norddänemark. Glaube ich. So. Rauf auf den Pott. Schön vorsichtig. Ja. Ach ja. So. Mist, jetzt habe ich da echt mir Schaden geholt durch diesen blöden Klotz da. Den unsichtbaren. So, bevor ich da jetzt auf den Anker fahre, muss ich mal eben die Weltkarte anmachen. Ich will doch mal eben gucken, wo wir denn eigentlich lang sollen. Okay, das ist klar, wir müssen erstmal nach Torshafen und dann geht's direkt von da aus weiter nach Bergen. Ja, ist jetzt hier nicht mit roten Strichen eingezeichnet, das ist manchmal so, aber ist trotzdem klar. Und da haben wir nochmal eine Fähre. Meine Güte. Also, Torshafen, von da aus direkt weiter nach Bergen ist das dann. Okay. Ja, aber ich mache jetzt hier mal das Päuschen rein. Das geht ja hier auch, denn die Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Like da. Und beim nächsten Mal fahren wir dann weiter. Und dann ist Island, ja, jetzt ist Island eigentlich erstmal vorbei. Aber ich glaube, Norwegen und Finnland wird auch noch wirklich spannend. Und wir müssen auch durch Schweden gleich, so wie ich gesehen habe. Also wird bestimmt noch ganz interessant. Bis dann, bye bye, tschüssi.